Hi Leute und willkommen zurück zu The Evil Within, hier oben mit unserem neuen, was auch immer, Zeug. Ja, ich muss es erstmal rausbekommen, wie ich diese Waffen benutzen kann. Ich bin froh, dass hier oben gerade keine Gegner sind. Kann man da noch weiter hoch? Nee. Okay, also es war einfach nur so ein cooles Versteck oder was? Und dann geht's wieder abwärts? Weil irgendwie... Genau, bleibt mal so zwischendurch stehen. Vielleicht hilft das ja... Ach, da unten rennt noch einer rum. Nee, das ist oben. Das ist der von da oben. Okay. Ich will da hinkommen. Ich muss irgendwie in das Haus reinkommen. Und da ist ein Fenster? Fenster oder was anderes? Oh, das gibt's doch nicht. Ist hier noch einer? Sind hier noch mehr, die rumlaufen? Dann nehme ich ganz schnell wieder die Leiter nach oben. Auf jeden Fall. Okay, hier ist aber irgendwie nichts. Wo ist der Scharfschützentyp? Und wo sind die Zombies? Der eine nur, der da die ganze Zeit rumeiert. Oh, hier ist noch was Schönes. Darf man nicht unterschätzen. Ich habe sehr viel Zeug immer dadurch übersehen. Kommen die auch mal runter? Wo ist jetzt der Sack? Da ist er, ne? Da oben rechts ist er. Oder ist der hier? Ne, der war da, oder? Da ist er, okay. Ja, hier sieht man ihn ganz gut, aber leider... Weiß ich nicht, was ich machen kann. Wahrscheinlich, vielleicht... Hör auf. Du hast mich nicht bekommen. Explosivbolzen. Spritze, Explosivbolzen. Wo ist denn jetzt dieses komische Dingsbums, was ich benutzen kann? Oder dann erstell doch mal so ein Ding. Kann man nicht? Kann man das jetzt erstellen oder nicht? Benötigt Teile. Okay. Und ich habe noch nicht genug oder was? Informationen? Okay, geht auch nicht. Ja gut, dann... Oder doch? So. Hm? Brandbolzen. Ach so, ich kann dann hier so wechseln oder was? Da haben wir diese Blendbolzen, die meine ich nämlich. Die würde ich doch gerne mal irgendwie benutzen können. Aber wie? Bolzen erstellen, RB. Ah, und jetzt? Was, jetzt habe ich so ein Ding erstellt und jetzt? Das verstehe ich jetzt irgendwie noch nicht so ganz hier. So, wechseln. Das habe ich jetzt gemacht. Aber ich kann es irgendwie nicht benutzen, ne? Ich kann es nur wechseln und ich habe es erstellt gekriegt. Das ist schön. Kannst du auch den anderen Explosivbolzen erstellen oder nicht? Nee, den kann man... Der ist wahrscheinlich schon fertig. Da brauchten wir nur die Pfeile oder was? Und hier benötigen wir Teile. Also doch, beides. Benötigte Teile. 3 oder wie? Und ich habe... Wie viele? Ich... Ja, das ist schön. Keine Ahnung. Ich weiß einfach nicht, wie wir an dem Typen vorbeikommen sollen. Das ist mein Problem. Der kann da fröhlich vor sich hinschießen, aber... Da steht da, der Arsch. Und der ist auch super auf der Lauer. Wenn ich aber näher an ihn rangehe, dann wird er uns ja auch sehen. Wir könnten höchstens ganz schnell laufen, aber dann habe ich Angst, dass auch wieder da hinten Zombies kommen, weil das ja eine Ecke ist, wo wir noch nicht waren. Wie? Oh, jetzt hat er mich entdeckt. Nein, na, lauf! Lauf, 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 lauf! Komm, mach den mal fertig.
Jawohl. Ist mir egal jetzt. Kommen die? Haben die mich bemerkt hier? Oh, da sind zwei. Scheiße, die hat mich bemerkt, ne? Das wäre sehr, sehr scheiße, weil ich habe keine Waffe mehr. Also, klar habe ich noch eine Waffe, aber die falsche. Okay. Okay, die sind sehr laut und ich habe sehr viel Schiss, dass sie mich hier entdecken. Warum sind die so laut? Aber wenigstens habe ich ihn trotzdem platt gekriegt, hier den Typen. Wenn ich noch eine Spritze habe, nehme ich sie jetzt, weil so weit bin ich nicht gekommen bisher. Und dann sterbe ich vielleicht nicht gleich. Und die sind auch super in Aufruhr, aber ich glaube, wir sind goldrichtig hier. Hier sieht es nämlich aus wie das Tor. Aber was mache ich jetzt? Wo kann ich mich verstecken? Komme ich an die rangeschlichen? Schaffe ich das? Oh mein Gott, und da ist noch ein ganz, ganz großer dabei. Okay, das sind drei Zombies und ich habe hier nichts, wo ich reinlaufen kann. Das ist ziemlich unfair und fies. Vielleicht mal langsam die Tür aufmachen. Vielleicht hilft das ja. Oh Gott. Vielleicht können wir die hier irgendwie reinlocken oder so. Ich hasse das. So unbekannte Gegenden, wo man gar nicht weiß, was hier kommt. Den zünde ich an. Der warte ich nicht drauf, dass der aufsteht. Was haben wir hier? Das sieht aus wie etwas, was ich brauche. Qualenarmbrust. Diese klappbare Armbrust hat eine starke Sehne, die anscheinend schwere Projektile abfeuern kann. Ja, die würde ich doch ganz gerne mal benutzen. Wie wechsle ich denn mal die Waffe? RB, um erst mit Bolzen herzustellen. Okay, ja. Kann ich sie noch nicht benutzen? Also kann ich nur den Revolver nehmen? Okay, da ist das drinne. Nö, nö, pack das mal ruhig da rein. So. Das ist in Ordnung, aber ich möchte gerne... Oh. Ach so, man macht das so und so. Genau, die Waffe möchte ich wechseln. Wie mache ich das denn? Ist die noch nicht fertig? Revolver. Ja, okay. Nachladen ist gut. Nachladen ist super. Noch besser wäre es, wie gesagt, wenn ich wüsste, ob ich die Waffe jetzt schon fertig habe, diese Armbrust. Es ist schön, dass du das da reinpackst, aber weil hier steht... mit dem Wechseln soll ich X drücken, aber dann passiert nichts. Also glaube ich, dass sie noch nicht fertig ist. Ach, ja, schwierig hier. Oh Gott, da ist wieder eine Bombe, wenn ich das verkacke, ne? Oder? Was ist das? Oh nein, das war irgendwas, was mir bestimmt geholfen hätte. Kann ich das nochmal benutzen? Oh, dies kann man wieder benutzen. Das ist praktisch. Wenn hier welche kommen. Und hier werden welche kommen, sonst wäre das Ding nämlich nicht da. Och Mann, oh. Leute.
Ich gehe mal in den Schrank. Vielleicht kommen ja welche. Dieses Spiel, ey. Das kann einen voll fertig machen. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Was steht da? He's watching. Oh, oh. Wissen die, dass ich jetzt hier bin? So wie die beim Bett immer. Ja, ich wusste es. Es war so klar. Die Frage ist, wie viele. Wenn ich Glück habe, sind sie von rechts durchgebrochen und kommen hier eh lang. Ihr seht mich nicht, ihr hört mich nicht. Ich bin gar nicht da. Ja, kann jetzt mal einer hier vorbeikommen? Schleichen die denn rum? Ist ja super. Das ist natürlich sehr praktisch für mich, nicht zu wissen, wo die sind. Okay, er ist direkt neben mir rausgekommen, aber ich sehe ihn nicht. Komm mal her. Komm mal durch hier. Komm, jetzt ist er doch drinne, oder? Das ist voll laut. Komm mal vorbei. Hallo. Bist du da? Wieder ewig warten hier. Er ist doch da, er hat mich doch gesehen. Er soll mal jetzt durchs Fenster steigen. Komm mal rein hier ins Zimmer. Da ist er. Oh mein Gott. Geh mal da hinten hin, mein Freund. Nicht wieder durchs Fenster gehen. Geh mal schön raus aus dem Zimmer. Von hinten. Also, du sollst nach vorne gucken. Aber ich will dich natürlich von hinten töten. Also, schön aus dem Zimmer gehen. Warum geht er denn da jetzt nicht? Wo ist er denn jetzt? Ich weiß doch immer nicht. Ist er jetzt wieder durchs Fenster gestiegen? Oder steht er jetzt hier neben dem Schrank? Das macht mich wahnsinnig, ey. Ach so. Er ist wieder rausgegangen. Okay. Na gut. Hat mir das jetzt was gebracht oder eher nicht so? Ja, hier haben wir noch was Schönes gefunden. Macht das das auch hier in der Mitte? Okay. Das ist praktisch. Kannst du die Tür langsam aufmachen? So, jetzt beeil dich mal, mein Freund. Ja! Yeah! Okay. Schnell raus.
Scheiße! Ich habe ein Problem. Ja, weg, 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 weg. Ich will mich nur verstecken. Ich will nur weit genug weg sein, damit ich weiß, ich bin in Sicherheit. Und ich denke, es ist eine ganz gute Ecke hier schon. Boah, die sind einmal aber auch auf der Lauer hier. Bin so weit weggelaufen, die Falle lasse ich schön da. Hier kann gerne noch mal einer reinlaufen, wenn er Bock hat. Oh, da kommt einer. Oh Gott, er hat mich. Darfst gerne sterben. Puh, das war knapp. Ja. Problem ist, er ist nicht in die Falle gelaufen. Das ist scheiße. Mir geht's richtig blöd jetzt. Ich habe keine Gesundheit mehr, glaube ich. Das war jetzt nicht so gut gemacht, aber ich lebe noch. Also ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber im Moment bin ich so froh, dass ich es soweit überhaupt geschafft habe. Was mache ich denn jetzt mal? Ich werde es jetzt einfach so weit versuchen, wie ich es kann. Okay, da ist noch einer. Kriegen wir den von hinten oder nicht? Die sind, wie gesagt, auch so aggro irgendwie. Okay, da ist noch einer. Ich habe das Gefühl, die entdecken einen viel schneller als die anderen. Ich gehe jetzt wieder nach oben. Auch wenn wir da unten dahin wollen. Genau dahin wollen wir, zum Tor. Also glaube ich. Ich gehe mal davon aus. So, ich gehe hier wieder durch. Die Falle hat ja eigentlich auch ganz gut funktioniert. Naja. Der ist ja irgendwie nicht gestorben, ne? Das hat ihn nur so ein bisschen gebremst. Da ist eine Tür. Und das Fenster ist doch auch hier, oder? Was ist eigentlich das hier? Oha. Schrotflinte. Diese Repetier-Schrotflinte verfügt über einen kurzen Lauf mit Weiteröffnung, sodass die Schrotkugeln über eine kurze Distanz breit gestreut werden. Das ist natürlich toll. Wenn die nämlich direkt vor meiner Nase stehen, habe ich echt immer Steuerungsprobleme. Kann ich die schon direkt jetzt auswählen oder nicht? Okay. Okay, die haben mich bestimmt gesehen. Scheiße. Scheiße! Ja, jetzt nimmst du bitte mal die andere Waffe, oder? Hallo? Mach sie fertig. Wow, ich lebe noch. Das ist ein Erfolg. Ich habe eine Spritze. Yeah. Yeah. Ich schaff's hier noch. Ich schaff's hier noch. Ich überlebe noch. So, nimm dir mal einen Schuss. Hier. Ist das der letzte? Der letzte affige, blöde Zombie? Komm mal her. Komm mal her. Hier bin ich. Woo. Okay, wenn die mich so nicht bemerkt, dann bemerkt sie mich vielleicht gar nicht.
schleppt, bemerkt die mich tatsächlich gar nicht. Ich glaube, das schaffen wir sogar, uns an sie ranzuschleichen. Ansonsten gibt es ja noch unseren Schrank. Haben wir sie? Biest. Blödes Biest. Die hab ich. Hast du auch noch was für mich? Nein. Das war's? Hab ich's geschafft? Was mache ich jetzt hier? Jetzt bin ich bis hierher gekommen und nu? Alle Zombies tot? Hier. Tor. Bitte lass es mich geschafft haben. Super. Es muss etwas geben, mit dem man da durchkommt. Eine Kettensäge oder sowas. Eine Kettensäge. Wie der Typ zum Beispiel, der da angekettet ist? Oh, ist nicht euer Ernst, oder? Super. Es muss etwas geben, mit dem man da durchkommt. Eine Kettensäge oder sowas. Leute, ihr macht mich fertig hier. Ich möchte bitte noch irgendwie eine Spritze finden oder so. Oder vielleicht nochmal speichern. Also so weit wie jetzt bin ich noch nie gekommen. Bis jetzt so. Das ist schon mal ziemlich gut. Der Einzige, der noch da ist, ist der laute, komische Typ, oder? Und der da oben, genau. Da war doch noch was. Ja. Kannst du nicht mal was werfen oder so? Kann man da rein? Oh, oh, oh. Da sind auch noch welche. Das ist nicht gut. Die Frage ist, wo laufe ich hin? Wo laufe ich dann hin? Ich laufe mal weg. Also da hinten muss ich bestimmt noch mal rein. Haben die mich bemerkt oder nicht? Wenn wir nur durchs Tür aufmachen, anscheinend nicht, was? Ich dachte, laute Geräusche und so. Die Flasche ist jetzt irgendwie gerade auch unnötig, oder? Mach sie mal lieber langsam auf. Okay. Das ist ja schön, das hat ihn ja voll gekillt. Haha. Ja, coole Sache. War das der Einzige? Irgendwie höre ich noch einen. Der ist bestimmt da oben irgendwo. Boah, Leute. Irgendwann kriege ich hier noch einen Herzinfarkt oder so. Was hier oben ist, das erfahren wir im nächsten Part von The Evil Within, Leute. Bis dann. Und ich sehe schon den Schatten. Ich sehe schon, oder ist das nur das Tuch? Wir werden es erfahren. Bis dann.